Willkommen zurück bei Let's Play Series Sam Second Encounter. Ich befinde mich am Anfang des zweiten Levels, Tal des Jaguars, und ich habe den Schwierigkeitsgrad etwas runtergesetzt, weil danach eine Stelle kommt, die ich einfach nicht schaffe, weil es so verdammt viele Gegner kommen. Ich meine, ich treffe jeden, ich bringe jeden vermutlich optimal um, aber dazu habe ich das Spiel zu wenig oft gespielt, dass ich da jetzt es gut machen kann. Oh, Plattformen. Hui, ich fliege und falle hoffentlich nicht in den Abgrund. Das wäre blöd, ja. Das wäre sehr blöd, sehr blöd. Okay, Raketenwerfer-Muni. Das ist immer gut. Da scheinen jetzt Gegner zu kommen. Von der Musik her zu schließen. Oder nicht? Ah ja. So. In your face. Eigentlich war das zwar der Oberkörper, aber Headshots bringen sich, denke ich, bei dem Spiel nichts, weil ich das noch weiß. Okay. Na dann. Warte. Einmal noch runterfallen und ein bisschen nach vorne, weil diese Plattform garantiert gleich losfahren. Jo. Und die Serious Bomb, eine nette Waffe, die man leider nur, von dem man leider nur 3 aufnehmen kann. Und ja. Der Nutzen demonstriere ich euch zu gegebener Zeit. Da ist noch ein Viech. Ah ja, das erwische ich von hier aus. Jetzt guckst du was. Kann ich dieses Steingesicht irgendwie umbringen? Das würde ich gern. Ah, kann ich sogar. Gut zu wissen für später. Oh, hallo Feuergolem. Du bist nutzlos, deswegen beseitige ich dich einfach mal. Naja. Genau genommen ist er nicht nur nutzlos, sondern auch störend. Ah, wieder unser grüner Schleim. Nein! Ich hab das Geschoss getroffen. Also auf diesem Schwierigkeitsgrad hält man einfach, halte ich viel mehr aus, fügt der Gegner mehr Schaden zu, Schrägstrich die Gegner halten weniger aus und natürlich halte ich auch mehr aus, ja. Ist einfach besser so, weil ich will ein Let's Play machen, kein Let's Die, damit ich mich da 30 Mal da durchsterbe. Ich bin nämlich Noob, aber ich kann das halt noch nicht, das müsste ich das Spiel noch ein paar Mal zocken oder vielleicht... Naja. Wie auch immer. Diese Musik kündigt schon mal nichts Gutes an. Und deswegen werde ich mal schauen, dass ich so schnell wie möglich weiterkomme. Ich sehe jetzt gerade nicht, wer das ist, aber... Oh. Das erklärt alles. Schnell weg. Und über diese blauen Dinger drüber. Aber zuerst noch die Munition ansammeln. Ich sollte mir kein bisschen Munition entgehen lassen. Und fliegen! Und nochmal, warte, den schaffe ich. Nee, da ist nicht gehuckt in der. Ach so, hier drüben, verstehe. Nein, war. Wow. Doch da. Ich wusste es. Der war damals noch nicht gerendert irgendwie. Kommt mir vor. Ich wollte nämlich im Flug treffen. Ja, blöd. Scheiß grüne Geschosse. Oh, noch eine Serious Bombe, nice. Aber die bringt sich nur was bei großen Gegnergruppen. Nein, sagen wir so, bringen tut sie sich zwar bei allen Gegnergruppen was, aber ihren Zweck erfüllt sie nur bei großen Gegnergruppen. Man kann es natürlich immer einsetzen. Ich könnte es bei jedem Gegner einsetzen und dann geben das Zeug erstmal aus. Und hey, ich wüsste gern, wie man darauf kommt. Nur, ich habe jetzt keine Lust, es auszuprobieren. Ich weiß, ich finde eben nicht sehr viele Geheimnisse, ouch, das war sinnvoll, aber ich meine, wie gesagt, ich habe nirgends nachgeschaut wegen den Geheimnissen, wenn, dann finde ich alles selber raus und ohne fremde Hilfe. Granatenwerfer, den demonstriere ich jetzt gleich mal. Und zwar ist eigentlich ganz effektiv, wie ihr seht, außer wenn die Gegner ausweichen, aber ansonsten... Sprengt es doch viele Gegner auf einmal weg. Ja. Nette Waffe, nicht wahr? Ja, jetzt seht ihr eben gleich mal die Stelle, wo ich vorher eben nicht weitergekommen bin. Zuerst noch ein kleines Video, ein schöner Überblick über das Tal. Ja.
Ja, sieht nicht schlecht aus. Eine Pyramide. Alte Sumaya-artige Pyramide, gefüllt mit Gold, Schätzen, Munition, Waffen, Medipacks, allem was dazu dazugehört. Hoffentlich nicht zu viele Gegner, wobei. Ja, soll man machen. Na gut. Na, dann zeige ich euch mal, was denn jetzt daran so schwierig war auf meinem Schwierigkeitsgrad. Ich meine, ihr merkt schon, da kommen ein bisschen viel Gegner. Jetzt stelle ich mir vor, ich. Erstens mal, es kommen dreimal so viele Gegner. Die Gegner, der hält zum Beispiel 5 Schüsse aus. Die halten weiterhin nur einen aus, trotzdem nicht schön. Und naja, auf die Weise kann ich die ja gut aus der Ferne kontrollieren, aber das ging damals nicht. Da kamen einfach zu viele und von allen Seiten. Das ist einfach scheiße. Mein 2 Schuss und der ist tot. Au. Da ist schon einer zu nahe. Aber egal. Die Drecksviecher verrecken ohnehin schnell. Zumindest mit der Sniper, wo mir nur bald die Munition ausgeht, aber. Jetzt hört's doch auf zu respawnen, verdammt verfehlt. Okay, eine Munition habe ich verschwendet, aber. Jetzt ist aber mal Ruhe. Das meine ich. Und jetzt stelle ich mir vor, ich hätte auch nur nicht mal annähernd so viel Munition. Okay, ich glaube langsam das Spiel hat einen Fehler. Es sind einfach viel zu viele. Ja. Ich meine, das ist ein Witz. Da hilft nur Schrotflinte auspacken und. Und diesen Selbstmord. HP habe ich nicht mit der Schrotflinte erwischt, Mist. Okay, jetzt. Ach, getroffen habe ich sie jedenfalls. Aber nicht sehr effektiv. Jetzt. Okay, da dürfte eine Rakete genügen, Profi. Diese blauen Laserstrahlen, Heini, sind. Ja, sogar getroffen. Die sind böse, aber was noch viel böser ist, sind diese roten Viecher, die ein bisschen größer als die sind. Also die sind wirklich sehr gemein. Ich meine, die schießen dann Raketen und auf höheren Schwierigkeitsgraden bringt dann der eine ja so eine Rakete um. Das darf es halt nicht geben. Gibt's aber leider, wie man sieht. Ja, egal. Ich würde es gern wissen, wo die letzten Gegner sind. Nicht? Keine mehr. Gut, dann stelle ich mich mal hier auf die Pyramide. Sammle alles auf. Hier brauche ich dann, hier kommen dann 2 Jaguar-Statuen hin. Gut. Dann, was ist. Weiß jetzt mal fürs Erste, ich mache hier mal eine Pause, ich muss eh das Ganze zusammenschneiden, hat es einige Aufnahmeprobleme gegeben. Ja gut, wir sehen uns, bis dann.